Ungewohnt großer Andrang beim Paderborner Training. Bei der ersten Einheit unter dem neuen Coach Stefan Effenberg versammelten sich rund 500 Fans um das Trainingsgelände des SC Paderborn. Der 47-Jährige zählt auf die Unterstützung der Anhänger. Sehr schön, dass so viele Zuschauer da waren. Und ich glaube, man hat auch direkt gesehen bei der ersten Runde schon, als sie sich warm gelaufen haben. Sie wurden ein Stück weit gefeiert von den Zuschauern. Also man sieht, die Euphorie ist da, die ist zurückgekommen. Definitiv, das ist ein gutes Gefühl. Und dann wird die Brust auf einmal breiter und breiter. Und ich glaube, das hat man in dieser Einheit auch schon gesehen. Die Fans des krisengeschüttelten Zweitligisten sind begeistert über die sensationelle Trainerverpflichtung. Sie glauben an die Wende unter Effenberg. Als erstes fand ich das erstmal den Hammer, dass in Paderborn jetzt so einer hierher kommt. Das hätte ja keiner erwartet. Und ich glaube, dass er die Mannschaft einfach motiviert. Ja, eine Persönlichkeit, ne? Im deutschen Fußball, hat viel geleistet für den deutschen Fußball. Und ich hoffe, dass er den Jungs das weitergeben kann, was er so gelernt hat in der Zeit. Ne? Dass er den Spielern auf jeden Fall mal den nötigen Ehrgeiz, den sie bisher in dieser Saison vermissen lassen haben, wieder zurückbringt. Also dass die wirklich mal jetzt sich den Arsch aufreißen, so gesagt. Trainer-Novize Effenberg hat bei seiner Vorstellung in Ostwestfalen bereits viele Sympathien gewonnen. Mit einer Mischung aus Lockerheit und Ehrgeiz will er auch sportlich seine Spuren hinterlassen. Das Ziel wird sein, sportlich gesehen, sich von unten zu lösen. Ja, und wir werden aber immer den Blick nach vorne richten. Wir werden den Blick nie zur Seite oder nach hinten richten. Wir werden den Blick immer nach vorne richten. Und was dann im Endeffekt rauskommt, das wird man dann sehen. Ich gebe hier keine Zielsetzung aus, von wegen Platz 5, 7, 9 oder 11. Das werde ich nicht machen. Aber nochmal, ich bin total davon überzeugt, dass so viel Qualität im Kader drin steckt, dass der Weg nach oben geht. Los geht es für Effenberg bereits am Freitag gegen Eintracht Braunschweig. Seine Aufgabe? Den auf Platz 15 zurückgefallenen Bundesliga-Absteiger wieder in die Erfolgsspur führen.